Herzlich willkommen zu Minecraft 1.3.1. Heute zeigen wir euch einen kleinen Einblick in das neue Update bzw. in das Riesen-Update und die neuen Features und Dinge, die Notch und seine Crew in Jack das Dinnerbone, wie sie alle heißen. Update eingebaut haben. Ja, wir fangen an mit dem Adventure-Modus. Der macht es möglich, dass Zerstören und Platzieren von Blöcken nicht mehr möglich ist. Und Handeln und Interagieren mit Blöcken ist möglich, also mit den NPCs. Ja, ich demonstriere euch das jetzt mal gerade hier. Ich kann hier nichts mehr abbauen. Beziehungsweise bauen, aber leider habe ich jetzt gerade nichts im Inventar, deswegen. Wir sehen die Türen gehen auf. Ja, die Türen kann man aufmachen. Und jetzt gebe ich dem Dorfbewohner einfach mal mein Dings. Der möchte aber hier ein Smaragd. Dazu kommen wir später, oder? Ja. Ja, das war jetzt erstmal das mit dem Adventure-Modus. Ja, jetzt kommen wir zu dem neuen Einzelspieler. Dort kann man jetzt in der, wenn man eine neue Welt erstellen möchte, ein paar neue Dinge einstellen. Das zeige ich euch jetzt mal. Bauwerke generieren, das war ja schon vorher. Man kann jetzt hier Bonustruhen aktivieren. Da in den Bonustruhen sind dann zum Beispiel Äxte, Holz oder Brot drin. Man kann jetzt Cheats, also Game Mode und XP. Und ja, das demonstriere ich euch jetzt gerade mal. Im Hardcore-Modus wird es keine Truhen geben. Von daher nur im Überleben-Modus. So, hier sehen wir jetzt die neue Truhe. Machen wir auf. Jetzt haben wir hier eine Steinspitzhacke. Ein paar Stöcke. Und Holz und zwei Äpfel. So, jetzt kann man den die lokale Spielwelt kann man jetzt noch als LAN-Server machen, damit noch Freunde drauf connecten können. Das macht man jetzt mit Slash Publish. So. Jetzt können die Leute aus dem Netzwerk drauf connecten und dann mit mir gemeinsam spielen. Im Menü selber kann man jetzt auch noch einstellen, hier im LAN öffnen. Das geht jetzt bei mir nicht, weil ich den Begriff schon eingegeben habe. So, im Mehrspielermodus können jetzt die Tiere nicht mehr durch Zäune durchgehen. Das war ja ein sehr, sehr lästiger Bug, wenn jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt Schafe in einem Zaun hatte und die nicht mehr und die dauernd dann abgehauen sind. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Es wurden Help-Commands hinzugefügt. Hier sieht man jetzt, welche es gibt. Da kann man dann die verschiedenen Seiten dann auswählen. Und dann, das gab es ja früher nur per Bucket. Das gibt es jetzt auch auf Vanilla. Es werden verschiedene Texture Packs vorgeschlagen, wenn man die einstellt. Beziehungsweise wenn man die jetzt in der Server-Config eingestellt hat, dann werden die dem User vorgeschlagen, der dann auf den Server connected. Im Multiplayer-Menü werden jetzt automatisch LAN-Server gesucht. Das demonstriere ich euch jetzt gerade mal. Hier unten Suche nach lokalen Spielen. Ja, dann gibt es jetzt noch die Möglichkeit, den Hardcore-Modus im Mehrspieler zu spielen. Der wurde ja erst vor kurzem eingefügt. Und man sieht jetzt Risse, wenn ein Spieler Blöcke abbaut. Das demonstrieren wir euch jetzt auch mal gerade. Hier seht ihr die Risse, die früher nur vorhanden waren, wenn man selbst etwas abbaut. Wenn man jetzt einen Dispenser vor die Schienen setzt und mit einem Schalter verbindet, dann kommt automatisch jetzt ein Minecart raus. So.
Und wenn man jetzt einen Dispenser auch noch vors Wasser stellt, dann kommt automatisch ein Boot raus. Nato demonstriert das gerade. So. Und der Dispenser wurde jetzt geringfügig in den Texturen verändert, aber das sieht man jetzt nicht so großartig. Der Dispenser, der kann auch Wasser- und Lavaquellen platzieren, wenn man jetzt einen gefüllten dementsprechenden Eimer da reingetan hat. Hier ist jetzt ein Wassereimer drin und Nighthawk demonstriert das jetzt mal. So, das ist jetzt eine Wasserquelle. Das gleiche funktioniert auch mit Lava. Das werden wir euch aber jetzt nicht zeigen. Auch beim Zaubertisch wurde etwas verändert. Jetzt sind die Zauber unten meist 30 und oben ist es Kleinste, in der Mitte das Mittlere und unten das Größte. Das höchste Zauberlevel wurde von 50 auf 30 reduziert. Und ja, meist ist jetzt auch 30 unten denn drin, wie man gerade gesehen hat. Wenn es regnet, dann kann es sein, dass die Braukessel bzw. die Kessel sich mit Wasser füllen, aber nur wenn sie im Freien stehen. Wenn man jetzt einen Shift-Klick auf die Flasche macht, dann geht die automatisch in den Braustand rein. Das war jetzt vorher noch nicht so. Es war nur bei Kisten. Bücher werden ab sofort mit Leder und Treipapier hergestellt. Man kann auch beschreibbare Bücher herstellen, indem man dafür braucht man einen Tintensack, eine Feder und ein Buch. So, in das Buch kann man jetzt schreiben. Das ist jetzt ein Buch. Nighthawk, hier bekommst du mein Buch als Geschenk. Oh, süß. Nighthawk kann das Buch jetzt lesen und dadurch was lernen. Es gibt jetzt Treppen in allen Farben. Hier sehen wir jetzt die vier verschiedenen Farben der vier verschiedenen Treppen. Es gibt jetzt alle Stufen auch in allen Holzfarben, wie die Treppen. Die kann man jetzt auch mit einer Axt abbauen. Nicht so wie vorher, mit einer Spitzhacke. Man kann Holz, Werkzeuge und Holzwaffen ab sofort auch als Brennmaterial verwenden. Das demonstriere ich jetzt mal gerade. So, jetzt brate ich Fleisch mit meiner Holzwaffe. Man braucht jetzt keine Kohle mehr, sondern man kann auch Holz, Werkzeuge und Hacken dafür verwenden. So, jetzt habe ich ein gebratenes Schweinefleisch. Ab sofort kann man auch Pfeile benutzen, damit Druckplatten runtergehen. Das hat Nator euch gerade demonstriert. Gravel hat jetzt auch eine neue Textur, die sieht jetzt anders aus als vorher, aber droppt auch noch manchmal Flint. Ein neuer Stein ist jetzt, beziehungsweise ein neues Erz ist dazu gekommen, und zwar Smaragd. Das bringt mir jetzt Smaragd. Ein Smaragd. Und wenn man jetzt alle Steine außer Eisen und Gold abbaut, bekommt man auch Erfahrungspunkte. Beziehungsweise Erfahrungssteine. Das hört man dann. Hier sieht man, dass ich keine bekomme. Und hier habe ich auch keine bekommen. Man kann ab sofort Schalter auch an einer Unterseite eines Steines platzieren. Das sieht man hier. Man kann jetzt Fäden mit Verbindung mit der Verbindung eines Zugschalters als Stolperfalle benutzen. Das funktioniert dann so. Das funktioniert dann wie eine Druckplatte, wenn jetzt zum Beispiel ein Tier darunter geht, darüber durchgeht, und dann könnte man hier eine Falle bauen. Wie zum Beispiel jetzt hier mit dem Pisten. Es gibt jetzt auch Endertruhen. Wenn ich die jetzt zerstöre, dann bekomme ich 8 Obsidian. Aber die haben jetzt auch noch was anderes. Wenn ich jetzt hier etwas reinlege,
dann kommt sie auch hier raus. Wenn ich sie jetzt zerstöre, das dauert jetzt kurz, dann bekomme ich 8 Obsidian. So, jetzt habe ich 16 Obsidian. Der Kreativmodus hat ein neues Menü bekommen, das sieht man hier. Die einzelnen Blöcke, die sind einzelne Abteile, sage ich jetzt mal, sortiert. Hier beim Kompass kann man jetzt bestimmte Steine suchen. Und hier sieht man dann sein Inventar, was vorher nicht so war. An Tropenbäumen wachsen jetzt Kakaopflanzen. Und die droppen dann Kakaobohnen. Die Kakaobohnen haben eine neue Textur bekommen. Die Tropenblätter, die droppen auch Kakaobohnen, wie normale Bäume Äpfel droppen. Also nicht so oft, nicht zu selten. Wie ich schon am Anfang des Videos erwähnt, kann man jetzt mit Bovola handeln. Ich gebe ihm jetzt Smaragd und bekomme dafür 5 Pfeile. So. Jetzt habe ich so viele Pfeile für Smaragd bekommen. Jetzt gucken wir mal, was er will. Er möchte jetzt Steine haben, dafür bekomme ich einen Smaragd. Das geht jetzt mit jedem Dorfbewohner und mit dem kann man jetzt handeln. Hier sehen wir einen neuen Tempel. Da begeben wir uns jetzt mal rein. Hier sieht man verschiedene Gänge des Tempels. Jetzt sind wir auf dem Tempel. Jetzt gehen wir wieder rein. So, jetzt sind wir wieder am Anfang. Oh, jetzt gehe ich mal runter und guck mal, was in den Kisten ist. Knochen und Gold. Knochen. Schon wieder Knochen und Gold. Und ein Diamant. Ach, da ist eine Druckplatte. Ich guck mal, was da passiert. Alles wird zerstört. Der ganze Tempel ist weg. Jetzt fliegen wir mal hoch. Na, der Tempel steht noch. Der Tempel steht noch. Ah, nur unten. Alles weg. Ich hatte jetzt den Kreativmodus drin. Deswegen ist mir jetzt nichts passiert, aber ihr müsst dann aufpassen, nicht dass ihr sterbt. Beziehungsweise, das ist euer hundertprozentiger Tod. Ab sofort kann man Minecraft auch Boote besser bedienen. Das demonstriere ich euch jetzt gerade. Die haben jetzt einen kleineren Wendekreis. Und wenn man jetzt über Seerosen fährt, dann werden sie automatisch zerstört. Aber da hier leider jetzt keine mehr ist, kann ich euch das jetzt nicht zeigen. Man sieht, das Boot fährt jetzt viel schneller als vorher. Und man kann es auch viel besser bedienen. Nighthawk setzt jetzt, glaube ich, eine Seerose. Hier sind welche. Okay. So. Jetzt wurde mein Boot zerstört. Aber man hat gesehen, eine Seerose wurde zerstört. Ab sofort kann man auch ohne Anstupsen des Minecrafts losfahren mit W und S. So, jetzt fährt mein Minecraft los, indem ich die Taste W gedrückt halte. Jetzt lasse ich es los und es fährt immer noch. So, jetzt drücke ich S. Und jetzt fährt es zurück. Ab sofort kann man einmal auch bis zu 16 stapeln, aber nur leere. Das demonstriere ich euch jetzt mal. So, jetzt laufe ich da drüber und 16 sind in einem Stapel. Die neue Version, dadurch kann man sich jetzt auch zu Koordinaten teleportieren, nicht so wie früher nur zu Spielern. Das zeige ich euch jetzt mal. So, jetzt wird man automatisch zu den Koordinaten teleportiert. Ab sofort kann man auch Glasscheiben und Eisblöcke mit einer Silk-Touch-Axt
beziehungsweise Pickaxe abbauen. Die kann man dann auch stapeln. Nicht so wie früher, wenn man sie abgebaut hat und nichts dadurch bekommen hat. Ich hoffe, euch hat unser Informationsvideo gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.